Cottbus ist sportlich. Wenn man sich die Senioren unserer Stadt so anschaut, dann haut die These schon mal hin. Im Sportzentrum trafen sich heute mehr als 200 Rentner, um gemeinsam Sport zu treiben. Das Seniorensportfest ist mittlerweile zum Höhepunkt der alljährlichen Seniorenwoche geworden. Bei 15 Stationen können die Teilnehmer dabei mitmachen. Mittendrin sind auch Doris und Herbert Wünsche. Das Ehepaar ist seit 56 Jahren verheiratet und treibt regelmäßig zusammen Sport. Das hält ein bisschen länger fit. Ja. Man kann das Alter nicht aufhalten, das dreht sich weiter, die Lebensuhr. Aber man kann dann eben, wenn man ein bisschen beweglich bleibt, sich das besser gestalten. Die Handicaps kann man nicht wegwischen, aber man kann es irgendwie lindern. Genau, man packt es besser. Dieser Elan im hohen Alter freut auch Dr. Carola Wiesner. Viele kennen sie aus der LTV-Reihe Meine 5 Minuten. Die Sportwissenschaftlerin hat selbst eine Station geleitet. Bei ihr gab es Gymnastik mit Bällen und Terrabändern. Sie freut sich über jeden, der heute mit dabei war. Ich finde das klasse, dass sich die Senioren treffen aus den verschiedenen Sportgemeinschaften und dass wir alle zusammen Spaß haben. Und vielleicht auch mal ein paar Leute aktivieren, die noch nicht so richtig sportlich sind. Die einzelnen Stationen waren abwechslungsreich und natürlich altersgerecht. Es gab unter anderem Qigong, Tennis und verschiedene Gymnastikübungen, ohne aber auch mit Hilfsmitteln. Wir fangen mal an zu tippen, das ist gar nicht so schwer. Wir sind jetzt die Basketballer, die den Ball führen müssen. Ja, und wir nehmen ihn von der rechten in die linke Hand. Jawohl, und nachgehen, das klappt bei allen super. Schön. Wir wollen den Ball hochwerfen, aber nur hoch. Ich mach's mal vor und mache eine Drehung. Schaut mal, geh herum und fange. Deswegen nicht so nah an den Körper, damit er nicht auf den Kopf fällt. Nicht? Achtung, und hoch und drehen und hammer den Ball. Etwa 5 Minuten dauerte jede Station, dann wurde gewechselt. So konnte jeder alles ausprobieren. Mittendrin natürlich auch Doris und Herbert Wünsche. Nicht nur für sie war das Seniorensportfest ein willkommener Ausgleich. Im nächsten Jahr wollen sie wieder mit dabei sein.